Sie haben das Unternehmen 1969 von Ihrem Vater übernommen. War es ein leichter Start? Das kann man so nicht sagen. Ich habe das, wir haben nur Unterwäsche gefertigt, so wie auch 25 andere Firmen. Und zwar keine Marke gefertigt, sondern die Hausmarken für unsere Kaufhauskönige oder Versandhauskönige, also Karstadt, Kaufhof, Hertie, Horten, Quelle, Neckermann und so weiter. Und das haben wir auch gemacht. Und diese Preise waren immer unter Druck, weil da in der Zwischenzeit Fernost, vor allem Hongkong, wurde gefertigt. Und da hat man gesagt, wenn Sie den Preis nicht halten oder nicht runternehmen, dann geben wir die Aufträge nach Hongkong. Und so war es ein wahnsinniger Druck. Und die Aufträge waren immer schlechter sozusagen. Und dann habe ich das T-Shirt angefangen, das aus Amerika zu uns kam. Das T-Shirt ist ja nichts anderes als ein Unterhemd, nur hat es noch einen Druck zusätzlich gehabt oder was und war somit ein Oberhemd geworden. Und das kam nach Deutschland und ich habe als erster das T-Shirt sozusagen gefertigt. Und dann gab es Diskussionen natürlich auch mit meinem Vater. Weil er im Prinzip natürlich, er hat mehrere Diversifikationen gemacht, so wie das heute auch oft der Fall ist. Man ist mit einer Sache nicht zufrieden. Er hat eine Kunststofffabrik gegründet, er hat eine Jersey-Fabrik gegründet und hat eine Strickwarenfabrik gegründet. Und diese Diversifikationen haben sehr viel Probleme gemacht, kosteten viel Geld. Man war mit der eigentlichen Sache, Fertigung von Textilien, sozusagen nicht zufrieden und hat immer mehr gewollt, was ja heute auch oft der Fall ist. Und dann gab es Diskussionen und dann haben wir uns geeinigt. Mein Vater musste aus der Geschäftsführung raus, ansonsten wäre ich rausgegangen und hätte vielleicht wahrscheinlich das T-Shirt für mich selber gemacht, indem ich es im Ausland hätte fertigen lassen. Und dann bin ich ins Unternehmen und habe versucht, die Probleme zu lösen und habe dann 69 angefangen. Und 75 habe ich die 10 Millionen Bankschulden zurückbezahlt und dann seit dieser Zeit nie mehr mit einer Bank über auch nur eine D-Mark oder einen Euro Kredit gesprochen. Die 10 Millionen für diesen Zeitpunkt 1969 war ja eine unheimliche Summe. Haben Sie da nicht gezögert, das Unternehmen überhaupt zu übernehmen? Ich muss Ihnen ganz offen gestehen, ich habe nicht über alles nachgedacht. Und wenn Sie sagen, Sie haben 10 Millionen Bankschulden und Sie machen vom ersten Tag an ein positives Geschäft und die 10 Millionen gehen auf 9,9 zurück, auf 9,8, dann ist das ein positives Gefühl. Wir haben heute 100% Eigenkapital und sind vollkommen unabhängig und damit kann ich frei entscheiden. Was mich an Wolfgang Krupp fasziniert, dass er immer bereit ist, sich zu hinterfragen und neue Wege zu gehen und sich nicht beirren lässt und damit immer Erfolg hatte. Schau dir das ganze Interview an auf unserem kostenlosen Online-Kongress Unternehmen im Wandel.